Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Reaktionsvideo. Anlass gegeben haben uns Andreas Kemper und Thilo Jung, die sich vor kurzem in einem Video darüber unterhalten haben, was Markus Krall irgendwie so gefährlich macht, und über Libertarismus bzw. Anarchokapitalismus, über freie Marktwirtschaft und diverse Personen, die mein Gast teilweise sogar persönlich kennt. Und mein Gast ist Fabio, und ja, magst du dich kurz selbst vorstellen? Ja, hallo. Ich bin hauptsächlich MLPD-Mitgründer und in diesem speziellen Fall sowas wie eine Art Insider, weil ich lange in München gelebt habe und viele der Personen, über die der Herr Kemper erzählen wird, eben persönlich kennengelernt habe. Ja, wir hatten uns vorgestellt, dass wir dieses Video quasi als 1:1 Reaktion auf das Originalvideo machen. Das heißt, wir werden uns das Originalvideo anschauen, zwischenzeitlich pausieren, unsere Kommentare dazu abgeben und werden wahrscheinlich auch Phasen haben, in denen wir den Herrn Kemper auch mal ein paar Minuten reden lassen. Und eventuell könnte es sein, dass wir das Video in mehreren Teilen dann veröffentlichen, weil das Original geht ja schon 2 Stunden, und wenn wir dann noch unseren Kommentar dazugeben, könnte es natürlich etwas länger dauern. Angedacht ist vielleicht auch eine geschnittene, Fassung, wo wir dann die Camper-Only Szenen vielleicht rausschneiden, dass man dann nur unsere Kernkritik hat. Beschäftigt sie auch sehr ausführlich mit Herrn Höcke beispielsweise. Und das ist jetzt nicht so unser Interessensgebiet. Und auf der anderen Seite greift er ja Menschen, die uns auch sehr nahe sind, sehr direkt an, und auch die Anarchokapitalisten etc. Und dann beschäftigen wir uns lieber damit. Ganz genau. Ja, im Prinzip so richtig spannend für Libertäre wird es dann erst so ab 30 Minuten oder 35 Minuten oder so, wo er dann auch auf die Gussa Gold handelt und Markus Krall und so weiter eingeht. Die einleitenden Minuten sind halt sehr interessant, um mal einen Eindruck zu kriegen, wie er so argumentiert. Und ja, ich nehme mal nicht zu viel vorweg, und wir hören uns das einfach mal an. Genau, wir starten jetzt einfach mal. Ich starte dann. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind live hier in unserem Studio, über das ihr bald wirklich mehr erfahrt. Und wir haben uns gedacht, wenn wir das live machen, dann mit einem Gast, wo sich Live-Fragen lohnen, aus dem Publikum, nämlich mit Andreas Kemper. Hi, Andreas. Hallo. Kannst du dich nochmal vorstellen? Viele kennen dich ja vielleicht noch nicht. Ja, ich bin Andreas Kemper, ich bin Soziologe aus Münster. Ich beschäftige mich mit Klassismus, also mit der Benachteiligung aufgrund der sozialen Position, aufgrund der sozialen Herkunft, also Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern. Ich mache was zur AfD, also da habe ich... Erste Anmerkung, er stellt sich ja so vor als Soziologe, ganz neutral, also neutraler Wissenschaftler, könnte man meinen. Ich war der Erste, der ein Buch geschrieben hat zur AfD, und Buchautor, also wiederum Experte. Dann später mich auch stärker mit dem Flügel um Höcke beschäftigt, beziehungsweise mit Höcke selber. Habe herausgefunden, dass er unter dem Pseudonym Landolf Ladig publiziert hat, und der Verfassungsschutz hat sich dann ja auch auf meine Recherchen bezogen und die bestätigt. Und zum organisierten Antifeminismus arbeite ich, also eigentlich zu diesen ganzen Diskriminierungstheorien und den Netzwerken hinter der Diskriminierung, den Ideologien, wie die sprechen, welche Sprache die benutzen. Das ist so meine Forschung. Wir haben uns letztes Mal ausführlich mit Faschismus und dem Thema Landolf Ladig und Höcke beschäftigt. Gibt es da jetzt eigentlich irgendwas Neues? Hat Höcke schon zugegeben, dass es ist? Nein, also Höcke... Hat er endlich aufgegeben? Also da sind ja jetzt schon mehrere Wörter, Klassismus und organisierter Antifeminismus, gefallen.
Ich glaube, zu Klassismus hast du auch was zu sagen. Ja. Klassismus ist ein interessanter Begriff. Also wir würden ja eher von Kollektivismus sprechen. Mhm. Und den Begriff verwendet er ja später auch noch. Aber ich habe speziell zum Ausdruck Klassismus, also eben nicht Kollektivismus, sondern explizit Klassismus, hat der Peter Sloterdijk was geschrieben. Mhm. Und das Zitat habe ich hier vorliegen. Das ist aus Zorn und Zeit aus 2012. Und da schreibt er, wer nach Stalin und Mao weiter von Klassen spricht, macht eine Aussage über die Täter und die Opfergruppe in einem potenziellen oder aktuellen Klassengenozid. Klasse ist, wie klügere Marxisten seit jeher wussten, nur an der Oberfläche ein beschreibender Begriff der Soziologie. In Wahrheit kommt ihnen hauptsächlich eine strategische Realität zu, da sich sein Inhalt allein durch die Formierung eines kämpfenden Kollektivs, in Klammern einer konfessionell oder ideologisch formierten Maximalstress-Kooperationseinheit, Klammer zu, materialisiert. Wer ihn affirmativ und eo ipso performativ benutzt, trifft letztlich eine Aussage darüber, wer wen unter welchem Vorwand auszulöschen berechtigt sein soll. Noch hat das Publikum nicht zur Kenntnis genommen, wie weit der Klassismus vor dem Rassismus rangiert, was die Freisetzung dieser genozidalen Energien im 20. Jahrhundert anging. Und hier verwendet der Sloterdijk verwendet hier Klassismus im Grunde genommen, so wie wir Kollektivismus verwenden würden. Ja. Und zwar im negativen Sinne, während aus Kempers Sicht das ja was positiv, also er sieht sich ja als Experte für Klassismus und gibt ja gleich das Beispiel, ja, klassisch marxistisch gedacht, unter Gruppen, unterdrückten Gruppe, wen hat er da, die arbeitslosen Kinder oder... Ja gut, da kommt er ja dann noch zu, ne? Oder? Das hat er, glaube ich, gerade gesagt. Wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen. Genau, drücken wir mal wieder auf Play. Ja, genau. Nein, also Höcke wird immer wieder gefragt, das freut mich auch. Ne? Er hatte letztens wieder so ein MDR-Interview und ist in diesem MDR-Interview wieder zum Schluss gefragt worden, ob er denn landaufladig sei. Und jedes Mal kommt, ich habe dazu alles gesagt und er ist sichtlich genervt. Und er hat sich nie dazu geäußert. Ne? Er hat immer nur gesagt, er ist es nicht. Punkt. Also keine Erklärung. Die ganzen Überzufälligkeiten erklärt er halt nicht. Und es ist halt klar, dass er das ist. Aber er will es nicht zugeben. Ne? Aber es ist aus journalistischer Sicht eigentlich richtig, noch zu fragen, ob er es ist. Oder sollte man nicht gleich den Sprung machen, warum er es nicht zugibt? Genau, das wäre halt eigentlich die richtigere Frage. Ne, warum er das nicht zugibt und was er sich davon verspricht, dass er das so aufrechterhält. Hm. Und, ja. Was gibt es denn in Sachen Höcke ansonsten Neues? Müssen wir irgendwas wissen? Wir haben ganz kurz, nur mal so, also da, soweit kann ich absolut zustimmen. Also auch journalistisch. Ich habe persönlich keine Meinung, ob Höcke und Ladig diese eine und dieselbe Person sind, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Ja, das kann gut sein, ja. Ja. Ja, jetzt, glaube ich, vor einem Jahr zuletzt geredet, hat sich irgendwas entwickelt in der AfD um Höcke? Ja, um Höcke selber eigentlich nicht. Also dass die Entwicklung, die es um Höcke gegeben hat, ist, dass es keine Entwicklung gegeben hat. Er ist nicht vorwärts gekommen, auch nicht, hat auch nicht an Gewicht verloren. Das Einzige ist, also mit dem Flügel, also der Flügel, der ist aufgelöst worden. Also ganz kurz, das ist ja nicht nix, also Da ist schon ganz schön was passiert, würde ich sagen. Ja. Also Höcke wird jetzt ja vom Verfassungsschutz observiert. Das hat ja nicht direkt mit Höcke zu tun in dem Sinne, dass er jetzt was Besonderes gemacht hat, sondern der Verfassungsschutz ist jetzt eben zur Erkenntnis gelangt, dass Höcke tatsächlich rechtsextreme Positionen vertritt, wie der gesamte Flügel. Der Flügel ist dann offiziell aufgelöst worden, wobei Höcke dann auch selber immer wieder sagt, der Geist des Flügels, der lebt weiter. Und das heißt, dass diese Auflösung des Flügels ist eine formale Angelegenheit. Die treffen sich nicht mehr als der Flügel. Und er sagt, Höcke sagt dann ja auch noch zusätzlich, der Flügel als Organisationsform, der hatte seine Berechtigung. Mhm. Der war in einer bestimmten historischen Phase war der wichtig, um Lucke rauszukriegen, um Frauke Petri rauszukriegen und so weiter. Und er hat sich jetzt historisiert, der Flügel, hat sich quasi in der mit seiner geschichtlichen Aufgabe, die er hatte, jetzt auch aufgelöst.
und ist deswegen als Organisationsform nicht mehr wichtig. Er stellt es ein bisschen so dar, als ob das von Anfang an der Plan von Höcke und von dem Flügel gewesen wäre, die damals eigentlich eher marktliberale AfD zu übernehmen und daraus eine neue NPD zu machen oder sowas. So, das finde ich irgendwie ein bisschen... Er hat halt eine... Also so viel kann ich ja mal vorwegnehmen, aus meiner Sicht halt eben sehr... Also ich persönlich sehe ihn halt eben nicht als einen wertneutralen Wissenschaftler, so einfach nur als Soziologen, sondern für mich ist das ein linksradikaler Aktivist. Ja, sehe ich auch so. Und genau so analysiert er auch die Vorgänge da aus deren Machtkampfbrille. Ja, ich meine, die Faschisten sind ja so praktisch die Endgegner. Ja. Der Final Boss für Leute wie den Camper. Für mich, ich habe das Video ja jetzt auch bereits einmal gesehen und also mir erschleicht sich irgendwie, als würde er da irgendwie teilweise verschwörungstheoretische Tendenzen aufweisen. Müssten wir jetzt aber den Begriff erstmal definieren. Ich würde Verschwörungstheorien so definieren, oder Verschwörungstheoretiker, jemand, der sich theoretisch mit Verschwörungen auseinandersetzt. Nicht im Sinne von Spinner oder sowas. Ne? Du hast das aber gerade eher negativ verwendet. Ja, ich habe das so in dem Sinne. Ja, ob ich das negativ... Ja, es mag so sein, dass es so rübergekommen ist. Ich würde sagen, also... Du wolltest ihn ja damit kritisieren. Ja, genau. Ich würde sogar fast sagen, dass er genau das tut, was man den Verschwörungstheoretikern so vorwirft, dass er eine Prämisse hat, dass irgendwas Schlimmes im Gange ist, die Nazis kommen wieder an die Macht. Und dass er daraus dann sich irgendwo Verstrickungen sucht und geplante Sachen. Ja. Ja, also der Knackpunkt ist aber dann eben das mit dem mit der vorgefertigten Meinung. Mhm. Da liegt das Problem, weil in der Analyse, muss ich sagen, macht er das eigentlich einigermaßen sauber. Also er schaut sich das schon alles genau an und recherchiert und. Ja, richtig, aber meiner Meinung nach zieht er dann irgendwie teilweise jetzt über das Video hinweg irgendwie absurde Schlüsse oder man es kommt einem vor, dass Dinge sehr weit hergeholt sind einfach. Aber da kommen okay. wir dann später genau, bei da Degussa noch zu. Kannst ja sagen, was du. Ja, genau. Und das sieht man halt auch bei Leuten wie Oliver Janisch oder so. Also bei dem sieht man ja auch, dass manche Sachen irgendwie, ja, Heidi Klum hier mit, bla bla bla. Und ne, da scheinen mir manche Sachen ein bisschen weit hergeholt zu sein, dass im Prinzip alles irgendwie eine Freimaurersekte ist oder sowas. Und irgendwie ist für ihn halt in dem Sinne alles Faschismus. So und ja. Oliver Janisch kenne ich ja übrigens auch persönlich aus der Münchner Zeit. Also ich muss vorweg, gestehen, ich schätze seine Bücher sehr. Also ich schätze seine Bücher sehr. Also die habe ich, wenn er das hört, dann wird er sauer sein, aber die habe ich gar nicht mal alle gelesen. Und seine Videos schaue ich halt, aber das weiß er, dass ich die nicht immer alle schaue. Und wenn es so ins Boulevardeske geht mit Heidi Klum und so, ich habe ihn noch nie über Heidi Klum reden hören, glaube ja, ich. Ja, aber er hat tatsächlich da irgendwie ein Video zu gemacht gehabt, irgendwie die Verstrickung von Heidi Klum mit Epstein und dann werden dann ganz wirre Verbindungen alles aufgebaut und so. Klar, die hatten Kontakt und so weiter, aber Das meine ich dann mit so einer negativen Art von Verschwörungstheorie, wo man echt Sachen einfach weit herholt und was im Prinzip nichts zur Sache beiträgt, sondern einfach nur dazu dient, irgendwie eine Person zu diskreditieren oder so aufgrund irgendeiner Verbindung. Bin ich auf deine konkreten Beispiele gespannt, weil ich eigentlich ihn als, also er ist halt klarer Linke, machen beide ja keinen Hehl draus,
Und dafür fand ich ihn eigentlich, also in der Methodik, eigentlich ziemlich fair. Mhm, okay. Ja gut, lass uns mal weiter gucken. Wir reden hier über das ganze Video jetzt schon. Aber der Geist, also die Idee des Flügels, und ich denke ja, das faschistische am Flügel ist eben dieser Geist. Ne? Der besteht weiterhin und... Erklär das mal, was macht diesen Geist faschistisch? Die Frage ist ja, wie stellt man Faschismus fest? Mhm. Und ich habe ja damals, 2015, angefangen zu fragen, ist Höcke noch konservativ oder ist er schon faschistisch? Und das habe ich gemacht anhand von seiner Ideologie, die er vertritt, weil Faschismus kann man auf verschiedene Arten und Weisen feststellen. Man kann feststellen, ob ein Staat faschistisch ist. Man kann feststellen, ob es eine faschistische Bewegung ist mit uniformierten Schlägertrupps, die dann da marschieren. Aber soweit ist die AfD ja glücklicherweise noch nicht. Und soweit wird die wahrscheinlich auch nie kommen. Aber das konnte ich ja da nicht machen. Ich konnte ja nur gucken, wie reden die, ne? Und welche. Also ganz kurz, ja. Würde mich deine Meinung interessieren. Also der denkt doch jetzt, der sagen wir mal, Otto-Normal-Zuschauer, und wenn er vielleicht noch einen gewissen Linkstrall hat, erst recht. Ja, der ist jetzt einfach so der total sachliche Experte, der genau sagen kann, wo die Grenze ist zwischen konservativ und faschistisch. Kann man auf verschiedene Arten und Weisen analysieren und so weiter. Und fangen definieren und abgrenzen. Also ist klar umrissen und da gibt es die Grenze und so. Ja, also klingt eigentlich doch wie der neutrale Superexperte, findest du nicht? Ja, also für mich klingt es auf jeden Fall so. Ja, er macht den Eindruck halt. Er ist ruhig und sachlich irgendwie und aber fängt dann zum Beispiel mit diesem Kampfbegriff Faschismus an, meint das irgendwie klar abgrenzen zu können. Obwohl Faschismus so viele Definitionen hat, dass praktisch jeder zweite Linke eine andere Definition von Faschismus hat. Ich kenne hier ein bisschen die Literatur, auf die er sich da beruft. Er zitiert das ja später, kann man auch noch drauf, kann ich noch mal detaillierter drauf eingehen. Aber ja, es ist die klassische marxistische Brille, die er da auf hat. Ja. Und die verkauft er eben halt eben als neutrale Wissenschaft. Ja, richtig, ja. Also im fast schon linken Mainstream wird er damit auch wahrscheinlich ziemlich unhinterfragt auch Anklang finden mit seinen Äußerungen. Du, wie gesagt, also ich habe mir das ja wirklich im Grunde genommen gerne angeschaut, weil er das gut und einigermaßen sachlich auch rüberbringt und mir zumindest jetzt nicht grob unsympathisch ist in dem Video. Und ja. Gucken wir mal weiter. Genau. Idee. Oh, Entschuldigung, vertreten. Haben wir beide. Das habe ich gemacht und habe ich dann damals im festgestellt. Spur mal vor, oder? Ideologie von Höcke. Wohin wolltest du? Was ein renommierter Faschismusforscher in Großbritannien, Griffin, unter palingenetischen Ultranationalismus versteht. Und das ist seine. Sorry, da muss ich leider schon wieder stoppen. Aber dafür gucken die Leute das Video, ja. Also. Ja, okay. Also ich vermute mal, die wenigsten unter den Zuhörern werden palingenetischer Ultranationalismus jemals gehört haben. Und ich hatte den auch noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Aber ja, ich musste einfach mal kurz stoppen, weil der Begriff einfach so herrlich ist. Könnte man jetzt ewig drüber reden, aber wir lassen ihn jetzt einfach. Also ganz kurz, es ist ein auch da wieder, ich habe jetzt leider vergessen, wer das wieder war, auch da wieder irgendein Marxist hat es einfach dann so genannt. Ja, einen super tollen Ausdruck also mal wieder ein neuer super toller Ausdruck für die Dämonisierung ihres großen Gegners, das Übel an sich aus der Sicht eines Linksradikalen sind ja
die Faschisten. Ja, und vor allem, du hast den Begriff noch nicht gehört, ich habe den Begriff noch nicht gehört. Was meinst du, wie viele von Thilo Jungs Zuschauern den Begriff jemals schon mal gehört haben? Aber das hört sich schon irgendwie pfui böse an. Und, ja, vor allem super wissenschaftlich. Ja, ey, genau, und boah, super wissenschaftlich krass, natürlich. Polygenetischer Ultranationalismus. Du hast irgendein Fremdwort und wirkst damit irgendwie direkt wieder total expertenhaft, so weil du irgendwie die krassen Wörter drauf hast. So wirkt es irgendwie ein bisschen auf mich. Also, ja. Ja, aber ich meine, die Leute glauben da wirklich dran. Also so ist es nicht. Also die sehen ja wirklich das ultimative Böse und beschäftigen sich da eben aus ihrer Sicht wissenschaftlich damit. Naja, schauen wir mal weiter. Genau. Jetzt habe ich wieder gleichzeitig Play und Pause gedrückt. Definition von Faschismus. Du bist der Mausmeister. Moment, Sekunde. Er erklärt das ja. Also das ist eine Wiederkunft, eine Neuauferstehung, eine mythische Neuauferstehung. Stimmt soweit. Eines nationalen Volks geben soll. Das ist das wieder Volk nicht. Dann eben ultranationalistisch gedacht wird, eben als eine immer schon dagewesene Wesenheit. Ja, nicht ein Verfassungspatriotismus ist dem zugrunde gelegt, sondern ein biologisch gedachtes, ewiges Volk. Ja, das mit auch, was auch noch einen Auftrag hat. Ja, wenn das gedacht wird, dass ein Volk eine bestimmte Mission hat und eine Wesenheit ist und dass die wieder auferstehen soll und dann auch mit Mythen gearbeitet wird, dann liegt nach Roger Griffin eine faschistische Ideologie vor. Ganz kurz, cool. Dieser Griffin ist natürlich auch wieder ein Marxist und hier, weil wir das Thema Klassismus eingangs hatten, das ist aus meiner Sicht, und ich bin kein akademischer Soziologe, aber ich recherchiere da seit sehr langer Zeit sehr intensiv zu dem Thema, schau mal kurz weiter, es wird noch spannender jetzt. Und das nachgewiesen, dass das bei Höcke der Fall ist. Hier. Griffin, er hat also nachgewiesen, dass es der Fall sei. Da denke ich mir jetzt als Zuschauer, okay, case closed, Faschismus ist irgendwie wissenschaftlich festgestellt, wie bei so einem Test. Ja, richtig, genau. Wenn man aber die Hintergründe weiß und auf welche Autoren er sich da bezieht, dann weiß ich, okay, also da hat jetzt irgendein Linksradikaler sich eine Theorie zusammengebastelt, was also angeblich da, also den Faschismus an sich und ansonsten, aber weißt du, die umgehen damit mal klar zu sagen, was genau macht ihn denn jetzt aus? Ja, dieser Geist, ja, der redet ja eingangs schon von der Mythos dieser National. Ich meine, natürlich spielen diese ganzen Dinge im Faschismus unterschiedlichster Prägung, ja. Ob du jetzt nach Italien schaust oder nach Spanien oder nach Deutschland in der Form des Nationalsozialismus, es gibt Faschisten, die sich vehement von den Nationalsozialisten abgrenzen, weil die diesen sozialistischen Part zum Beispiel. Also es gibt alle möglichen Arten und Weisen, über das Thema zu behandeln. Und er behandelt es ausschließlich aus seiner marxistischen Denkschule. Ich keine Ahnung, ob er das selber so bezeichnen würde. Und sagt dann, also nach der Definition kann man ganz klar sagen, irgendwie, ja, Faschist ist bestätigt. So. Ja, ich sehe das dass halt immer das Begriff irgendwie Volk oder sowas dann im Sinne von Faschismus fällt. So, und genau, also als ob ein Volk jetzt irgendwie was Schlimmes wäre oder der Erhaltungswunsch mancher Menschen. Das ist Volks, aus seiner, also er beschäftigt sich ja mit Klassismus, ja, und Volk ist für sagen wir mal, Linkskollektivisten ein unzulässiges Kollektiv, weil biologisch definiert, so, da ist kein Täter-Opfer-Verhältnis machbar. Mhm. Ein ganzes Volk ist dann als Volk geeint, ja. Das war übrigens ja auch, das hat ja auch die Faschisten damals ja motiviert, ja. Die haben ja gesehen, was die so, also die diversesten, auch damals gab es ja schon alle möglichen Schattierungen, was sie da machen. Und da war das ja eine Reaktion drauf.
Aber auch dazu kommen wir ja später noch. Ja. Machst du Play oder ich? Achso, im Zweifel machst du jetzt immer Play, oder? Ja, okay. Falls ihr Fragen zum Töcke und dem Flügel habt, habt ihr ja... Du machst einfach immer Pause, ich mache immer Play. Und manchmal mache ich auch Pause. Ich mache dann Play, Stopp und Play, wenn ich nur kurz dazwischen rede und es ja, genau, dann gleich weitergeht. Genau. Jetzt die Chance, im Chat die Fragen zu stellen. Was ist mit Andreas Kalbitz? Der war ja auch bei Jung und Naiv, weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ist jetzt offiziell aus der AfD rausgeschmissen worden. Ist er jetzt also ganz raus? Sind wir dem los? Ja, genau. Andreas Kalbitz ist jetzt rausgeschmissen worden und er klagt ja noch dagegen, aber ist jetzt erstmal raus. Das hindert aber die AfD, also seine Leute vom Flügel überhaupt nicht, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Mhm. Er ist weiterhin aktiv. Er ist jetzt noch zum Berg Karabach gefahren mit einer AfD-Delegation. Das heißt, er macht weiterhin Politik. Und das Interessante daran ist ja, dass Andreas Kalbitz eine andere Funktion hatte als Björn Höcke. Mhm. Björn Höcke ist so der Vorzeige-AfDler, der dann auftritt, dem die Leute zujubeln. Während Andreas Kalbitz eher der Drahtzieher war. Ja. Und diese Drahtzieher-Funktion von Andreas Kalbitz, die kann der auch ausführen, wenn er gar kein AfD-Mitglied ist. Also Kubitschek hat ja auch so eine Drahtzieher-Funktion. Kubitschek ist ja auch nicht AfD. Kurz, also ich kenne schon recht viele AfDler. Einer wird später auch noch erwähnt. Und für die ist Höcke, also der nervt halt einfach nur. Den Verlag da, den er es nennt, den Schnellroder, den kenne ich von Eigentümlich frei, weil die ja seit Ewigkeiten die irgendwie so nebenher mitverfolgen. Also die kennen ja keine Brandschutzmauern, die reden ja auch mit irgendwelchen bösen Leuten. Ja. Und daher weiß ich wahrscheinlich mehr über Götz Kubitschek und wie heißt seine Frau? Ellen Kursitzer über die Jahre als so mancher, der die für die Ausgeburt der Finsternis hält. und bin eigentlich recht agnostisch. Also ich verfolge die ansonsten nicht so, aber ja. Ich finde halt super spannend oder super interessant, dass die beiden sich gegenseitig siezen als Ehepaar. Das finde ich, also mal fernab jetzt von der Politik, ich finde das irgendwie ganz, ganz interessant. So, Also das ist, ich meine, weißt du, in heutigen Zeiten ist es fast schon Punk. Ja, es ist tatsächlich Punk. Also es ist komplett weg vom Mainstream. Mhm. Und wo man heute schon anfängt, irgendwie seine Kunden zu duzen bei manchen Unternehmen. Und die siezen sich einfach, um sich den Respekt gegenseitig auszusprechen. Aber das finde ich eine super interessante Sache. Aber es ist jetzt auch nur so nebenbei. Vielleicht ist es so ritterlich oder irgend sowas. Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich denke eher, das ist so eine Respektbekundung irgendwie. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, das schwingt bei ritterlich hier mit. Ja. Ja, so, nur ein kleiner Fun-Fact am Rande. Zurück in die Niederungen der marxistischen Soziologie. Ja. AfD-Mitglied, er ist aber trotzdem sehr wichtig für den Höcke-Flügel. Ich muss kurz erklären nochmal, wer er ist. Kubitschek? Ja. Genau, Götz Kubitschek ist quasi der Vertreter der Neuen Rechten in Deutschland. Neue Rechte als eine auch meiner Meinung nach faschistische Organisation, auch faschistische Strömung. Der betreibt den Antaios-Verlag, wo rechte Publikationen erscheinen, faschistische Publikationen erscheinen. Der ja, auch dieses Institut für Staatspolitik in Schnellroda bei Halle. Da finden dann auch immer die Winter- und Sommerakademien statt, wo dann die identitäre Bewegung auch auf Vordermann gebracht wird. Das ist eine Jugendausbildung quasi. Genau, das ist halt Götz Kubitschek und Ellen Kositzer, seine Frau, die machen das. Das ist so. Und Höcke und Kubitschek, die arbeiten ganz eng zusammen und Kubitschek beeinflusst da dann auch diesen Höcke-Flügel, der sich jetzt offiziell aufgelöst hat, der aber weiterhin, der Geist dann eben weiterhin aktiv ist. Aber Kubitschek ist nicht in der AfD und Kalbitz jetzt ja auch nicht. Genau, Kubitschek wollte mal AfD-Mitglied werden. Mhm. Daraufhin hat sich dann ja überhaupt der Flügel erst gegründet, weil damals Lucke und Henkel und wie die hießen, die
erste Generation quasi von der AfD, die was zu sagen hatte, die das gegründet haben. Die haben dann damals Ellen Kosice, also die Frau von Kubitschek, die war, glaube ich, ein oder zwei Wochen war die AfD-Mitglied und ist dann sofort rausgeschmissen worden. Und daraufhin ist dann der Flügel gegründet worden, als Schutzorganisation quasi für den für die Leute um Höcke, um Kubitschek, um Poggen. Die AfD grenzt sich ja nie ab und so weiter, gell? Burg damals mit ja. Kalbitz. Genau, und da sagt ja Höcke, jetzt brauchen wir diese Schutzfunktion, brauchen wir gar nicht mehr, weil der Flügel so weit in der AfD ist, der Geist der AfD sich so weit in der AfD durchgesetzt hat, dass wir den Flügel gar nicht mehr brauchen. Was ist das? Der Geist der AfD hat sich in der AfD so weit zu... ja, er meint wahrscheinlich den Geist des Flügels, der sich jetzt in der AfD so weit... Also der ist jetzt in allen Köpfen drin. Der Geist drin. Des Flügels ist der Geist des Faschismus. Vorsicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Welcher Geist geht denn jetzt um? Man weiß AfD. Es nicht genau. Also, okay. Schauen wir weiter. Ja. Es wird spannend. Achso, ich bin ja der Playdrücker. Also, ne? Kannst du kurz erklären? Wolltest du noch was sagen? Nö. Klären. Okay. Die AfD hat ja unter anderem Andreas Kalbitz rausgeschmissen, weil er irgendwie rechtsextreme Vergangenheit hat. Ja. Wenn das der Grund ist, warum schmeißen sie dann nicht Höcke raus? Ja, das ist halt die Frage. Also bei Kalbitz ist es halt durch, also es ist nachgewiesen worden, seit er 20 ist, seit dem 20. Lebensjahr ist er durchgehend. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, bei Höcke ist halt nicht 100% stichfest nachgewiesen, dass er zum Beispiel ladig ist oder so. Und deswegen ist es da schwieriger, den rauszuschmeißen. Und ich kann mir sogar noch vorstellen, dass die AfD sich denkt, okay, im Osten räumt der so ab, das können wir uns nicht leisten. Ich habe keine wirkliche Meinung, weder zum Höcke noch, also ich sag mal so, wahrscheinlich zählt das ja schon als Meinung, weil man keine wirklich, weil man ihn nicht sofort verteufelt. Also den nächsten Hitler habe ich mir irgendwie ein bisschen schlimmer vorgestellt als den Höcke, sagen wir es mal so. Ja, definitiv. Obwohl, ja, vielleicht kommt er schon. Also er ist halt Sozialist und so, ne? Also Genau. Also die aus meiner libertären Brille, aber ich meine, ist er da schlimmer als, mein Gott, er ist, ob du jetzt internationalistischer Sozialist bist oder halt eher nationalistischer. Mein Gott. Also für mich sind beide Formen des Sozialismus Krebs. Also. Vor allem, also aber wie gesagt, ich das Thema will ich gar nicht vertiefen, weil ich habe wirklich nur ein paar Artikel drüber gelesen mit Ladig und gar nicht groß. Ich habe jetzt kein Buch von, ich habe das Höcke-Buch nicht gelesen zum Beispiel. Aber nur so ein paar Passagen, wo die Leute halt meinen, das Beweise, er sei ein Faschist. Mhm. Also, weißt du, aus libertärer Sicht, er ist auf jeden Fall zu interventionistisch und zu etatistisch. Ja, so. Definitiv, ja. Gut, gucken wir weiter. Rechtsextremen Organisationen. Er war immer neugierig, Andreas. Ja, er wollte sich immer nur ein Bild machen. Ja. Irgendwann. Zufälligerweise okay. Immer bei Rechtsextremisten. Ja, genau. Er wollte sich immer nur ein Bild machen und war dann 30 Jahre lang da aktiv, um sich ein Bild zu machen. Und das war dann irgendwann nicht mehr haltbar. Ne? Das war einfach so deutlich, dass er eben durchgehend in diesen rechtsextremen Organisationen aktiv war und dann auch Funktionen hatte in diesen Organisationen, dass er genug quasi Material geliefert hat für Meuthen und für den Meuthenflügel in der AfD, damit die ihn rauswerfen konnten. Eigentlich liegt das auch bei Höcke vor. Bei Höcke hat es ja auch schon zwei Anläufe gegeben. Mhm. Also es gab damals, als ich das rausgefunden habe, dass Höcke unter Landolf Ladig publiziert hat, gab es ja dann auch von Bernd Lucke und von Henkel, von den Leuten ein Amtsenthebungsverfahren. Der sollte nicht rausgeschmissen werden erst, sondern er sollte halt nicht mehr als Landesvorsitzender von Thüringen aktiv sein. Wenn er nicht mich anzeigt, das war damals die Forderung, er sollte mich anzeigen, es sollte vor Gericht geklärt werden, er sollte dann eine staatliche Versicherung machen, das hat er alles nicht gemacht und dann gab es ein Amtsenthebungsverfahren. Würde ich sagen, spricht schon dafür, dass das eine und dieselbe Person ist. Ja. Aber da sind ja damals Lucke und Henkel rausgemobbt worden quasi. Mhm. Und ein bisschen später hat dann Frauke Petri nochmal das Gleiche versucht,
Da gab es dann ein Parteiausschlussverfahren. In dem Gutachten haben sie sich auch auf meine Recherchen bezogen. Und dann sind aber Frau Kopetri und die Leute rausgeschmissen worden. Das heißt, er hat die immer überlebt. Mhm. Und ein drittes Mal haben sie sich jetzt nicht... Ja, Petri ist doch freiwillig gegangen, unmittelbar nach der Wahl, oder nicht? Ausgeschmissen ist jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff. Also, soweit ich hat weiß... Hat er ausgeschmissen gesagt? Ja. Boah, und, also, weiß ich. Ja gut, da streiten wir jetzt um den Begriff, den er verwendet hat. Aber also, wenn ich mich öffentlich äußere, dann muss ich auch den richtigen Begriff eigentlich verwenden. Ne? Ja, klar. Aber weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich kann mich, glaube ich, noch ziemlich gut an die Pressekonferenz, die da die Petri gegeben hat. Genau, sie ist zurückgetreten. Ja, genau, ja, aber sie ist nicht rausgeworfen worden. Ja, also, ja, okay. Vielleicht ist irgendwas im Hintergrund so gelaufen, dass man es als vorweggenommenen und der Camper weiß das natürlich. Hinterher, ja. Ja. Getraut, in dubio pro Camper zu starten. Und inzwischen ist der Flügel in der AfD so stark, dass es die AfD auch zerreißen würde, wenn man Höcke rausschmeißt. Weil Kalbitz, wie gesagt, ist eher jemand, der im Hintergrund die Strippen zieht. Aber Höcke ist eine Symbolfigur. Höcke ist sehr stark aufgeladen, Höcke steht für den Flügel. Aber was macht Höcke denn im Vordergrund? Also außer dafür zu stehen? Er verkauft sich sehr gut. Er ist Lehrer, er kann gut sprechen. Er hat diese ganzen... Er kann gut sprechen, ja, findest du? Ja, im Vergleich. Also ich hab, wenn man das sich halt mal... Man kann sich ja die Reden bei YouTube, gibt es ja diesen Translator, wenn man... Oder nicht Translator, wie heißt das? Den Untertitel? Den Übersetzer quasi, der halt das verschriftlicht. Ja. Wenn man den liest bei Höcke, dann macht er das alles 1:1. Ne? Also das heißt, der versteht den. Wenn man das bei Kalbitz macht, versteht er kein Wort. Ne? Das heißt, Kalbitz ist nicht wirklich eine gute Vorsagefigur. So. Ich nehme mal die erste Zuschauerfrage von Julius Leit, der fragt, wie bewertest du Dinge wie den Björn-Bernd-Gag zu Höcke im Speziellen und die satirische Auseinandersetzung mit der AfD? Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war das erstaunlich. Ich kann mir echt nicht merken, ob der Bernd oder Björn heißt, aber es liegt auch daran, dass ich mich echt sehr selten gedanklich mit Herrn Höcke auseinandersetze. Also ich persönlich, ich meine, mich nervt es nur insofern, weil ich möchte da nicht mitmachen. Deswegen würde ich mir das gerne endlich mal. Wie heißt er denn jetzt? Björn Höcke, okay. Ja, dann muss ich mir das jetzt endlich mal merken. Das gefällt, wie wir wissen, gefällt ja sogar Herrn Kemper nicht so. Er hätte ja auch lieber. Er kritisiert. AfD im Allgemeinen. Ist das sinnvoll oder verharmlosend? Da bin ich ambivalent. Also da bin ich hin und her geworfen. Also einerseits finde ich es gut, wenn die halt so sehr faschistisch auftreten. Die haben ja auch schon versucht, mit Fahnen irgendwie was zu machen, also mit Fahnen aufzutreten bei Veranstaltungen. Das Ganze zu inszenieren, da finde ich es dann gut, wenn das lächerlich gemacht wird. Einfach, es ist ja einfach auch lächerlich, ne? Aber der Faschismus arbeitet auch viel mit Angst. Und denen dann das zu durchkreuzen und klarzumachen, hier, ihr müsst vor denen keine Angst haben. Ne, das, ich habe gerade gemerkt, dass man mich gar nicht gehört hat, als ich das gesagt habe. Also die letzte Aussage. Also ich finde es irgendwie lächerlich, weil es irgendwie nicht lustig ist. Und sich über Namen einfach nur lustig zu machen, ist mir irgendwie zu flach. Und wie auch immer, spielen wir mal weiter. Da finde ich das dann wichtig, sich drüber lustig zu machen. Mhm. Solange das noch klappt. genau. Und aber? Ja, andererseits ist es natürlich auch gefährlich, was sie machen. Und da ist es dann nicht gut, sich einfach nur lustig zu machen. Beziehungsweise die Gags sind dann auch manchmal nicht wirklich zielführend. Also ich persönlich finde diesen Björn-Bernd-Gag eigentlich auch witzig, aber schade finde ich es eben, dass
bei der Heute-Show zum Beispiel nie das Wort Landolf gefallen ist. Ne? Also da von Landolf-Höcke zu sprechen, würde meiner Meinung nach mehr bewirken, als die ganze Zeit von Bernd zu sprechen. zur AfD kommen wir mal. Patrice Raskas fragt, wie ist Alice Weidel einzuordnen? Ist sie eher dem Höcke-Flügel oder dem Meutenlager zuzuordnen? Sie ist sich selber zuzuordnen, würde ich sagen. Also die steht eher jetzt bei... Fast ein Kompliment. In den letzten Wochen, Monaten war sie eigentlich immer bei Gauland. Also gibt es noch ein drittes Lager? So Höcke, Meuthen, Gauland oder? Nee, Gauland hat ja Höcke unterstützt. Mhm. Also Gauland steht ganz klar im Höcke-Lager. Mhm. Ne? Und bei Weidel bin ich mir nicht ganz so sicher, weil Weidel eigentlich eine Neoliberale ist. Oder eine eigentlich ist sie da reingegangen, nicht als Faschistin, sondern als... Entschuldigung, da musste ich jetzt gerade mal... Neoliberale. Ach ja, er legt ja gerade das los. Ja. Jemand, der die ganze neoliberale Ideologie von Hayek und von diesen Leuten vertritt. Mhm. Die klassisch-liberale Ideologie von Hayek zu Leuten. Ja, also das heißt ideologisch, auch was halt die Rentenpläne angeht. Ne, die wollen ja immer noch diesen Sozialkongress machen, den sozialpatriotischen Kongress, die AfD, was sie bisher immer wieder verschoben haben. Und da von den Utopievorstellungen, wie stellen die sich einen Staat vor, ist Weidel ganz klar eher bei Meuthen. So. Sie ist, sie hat ihre Doktorarbeit geschrieben zum Thema Rente. Und da sagt sie, in ihrer Doktorarbeit schreibt sie sehr klar, das war zum chinesischen Rentensystem. Da hat sie den Chinesen und Chinesinnen empfohlen, die sollten halt mehr Privatvorsorge machen, die sollten später Rente auszahlen. Also diese ganzen Neoliberalen. Wie der Junge einfach im Hintergrund lacht, so wenn er sagt, ja, mehr Privatvorsorge machen. So, da kriege ich direkt wieder Puls, ne? Fairerweise, wir lachen ja auch, ja. Ja, gut. Also, ich wusste, hier zum Beispiel wieder, er redet immerhin von China, ja, aber es fällt nicht das Wort Kommunist, ja. Also das ist nicht das kommunistische China. Ich finde das, keine Ahnung, also ich habe immer so den Eindruck, wenn ich irgendwo drüber lache, kann ich auch direkt danach da was zu sagen, warum ich darüber gelacht habe. Bei Thilo Jung habe ich das Gefühl, er kann da nichts zu sagen. Er lacht dann einfach und mit dem Lachen ist dann alles schon widerlegt. So und okay. Das ist, ja, so habe ich noch da kriege ich immer so ein bisschen. Nee. Okay. Ja. Position, die vertritt die. Und das ist ganz deutlich halt gegen Höcke, gegen den Höcke-Flügel. Weil Höcke sagt, wir müssen halt mehr Rente zahlen und so weiter, aber dann nur für Deutsche. Natürlich. Ja, das heißt, die haben so ein völkisches, sozialpatriotisches, in Anführungszeichen, Rentenmodell, Sozialmodell, und Weidel hat ganz klar neoliberal. Also ich kenne jetzt das Rentenmodell von Herrn Höcke nicht im Detail, aber soweit ich weiß, ist es halt ziemlich umverteilend, wie alle anderen auch. Ja. Also Rente nur für Deutsche, soweit ich informiert bin, geht es da um Bundesbürger. Und das war schon immer so, dass das deutsche Rentensystem für deutsche Bundesbürger ist. Also soweit ich das in Erinnerung habe, hat der schon irgendwie eine, also keine völkische Klausel jetzt irgendwie drin, aber du musstest irgendwie mindestens 30 Jahre Staatsbürger sein oder 25 oder irgendwie sowas stand da, glaube ich, drin. Die Leute gut, mögen mich gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, aber ich meine, sowas Ähnliches steht da drin. Boah, das ist ja auch nicht völkisch, sondern... Nee, aber ich denke mal, das ist das, was er kritisiert daran. Also das klar, dass man irgendwie eine gewisse Zeit einbezahlt haben muss, bevor man was rausnimmt, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ne? Ja, ich meine, wenn es um Rente geht, dass man da mal, jeder Otto... Ja gut, außer vielleicht, wenn du als Rentner dann schon einwanderst, dann kannst du natürlich keine 30 Jahre mehr warten. Nee. Aber gut, dann hast du halt auch keine Ansprüche so. Aber wenn es nach Camper geht, vielleicht schon. Also das unterstelle ich ihm jetzt einfach. Aber nur mal kurz, ich habe ja vorhin gelacht, weil ich finde es irgendwie ziemlich dreisten Move von der Weidel,
den Chinesen ein privates Rentenversicherungssystem vorzuschlagen. Und aber uns nicht, ne? Ja, doch, der uns ist schon auch, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie sich die KP China gedacht hat, ah, vielen Dank, Frau Weidel. Ja. Ja, herrlich. Gut, schauen wir mal weiter. Alles Modell. Strategisch ist sie halt eher bei Höcke. Das wäre jetzt mal eine Frage. Also es gibt ja viele Streitigkeiten innerhalb der Partei. Weidel ist strategisch bei Höcke, gell? So sind wir gerade. Ja, genau. Okay. Es gibt einen ideologischen Streit und es gibt einen strategischen Streit. Genau. Das kannst du das mal erklären? Ja, klar. Das ist. Man kann sich halt darüber streiten, wo will ich hin? Mhm. Und man kann sich darüber streiten, wie komme ich da hin? Mhm. Und da gibt es in der AfD bei der Frage, wo will ich hin? Drei Lager, also mindestens drei Lager. Das ist einmal dieses faschistische Lager, die faschistische Strömung. Die wollen eine völkische Gesellschaft, eine rein rassige Gesellschaft, in Anführungszeichen, also, mit einem starken Führerstaat. Dann gibt es einen christlichen fundamentalistischen Flügel. Der wird sehr dominant auch von Beatrix von Storch vertreten. Also diese Christen in der AfD spielen auch eine große Rolle. Wobei von Storch halt auch eine Hardcore-Libertäre ist, so. Also Hardcore nicht, aber schon sehr, sehr libertär. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Evangelikale, so Ultrakatholiken, die den Papst erkamen wollen. Dass sie und evangelikal und Ultrakatholik. Ja, wie er immer mit den Hyperlativen um sich wirft. Ultra. So das, palingenetische ultra-evangelikale Erzkatholiken. Ja, das muss so richtig radikal und extrem, muss sich das anhören, so wenn er was sagt. Ja. Christlich-fundamentalistische Flügel, der ist in der AfD nicht so stark, aber wenn man sich anschaut, wie wichtig Evangelikale sind in den Vereinigten Staaten oder jetzt auch bei Trump, bei der Frage, wer wählt Trump, sind ja hauptsächlich Evangelikale. Rechtsevangelikale oder auch bei Bolsonaro in Brasilien, ja, da zeigt sich, diese christlich-fundamentalistischen Strömungen können auch sehr wichtig sein für rechte Positionen. Und die dritte Strömung, das ist dann eine... Vielleicht sind rechte Positionen eher für was für Christen, weil linke Positionen sind ja eher so anti- Christentum ausgelegt oder vielmehr antireligiös ausgelegt. Und vielleicht könnte es daran liegen, dass Christen eher rechte Parteien wählen. Also es kommt, glaube ich, also vielleicht für die Zuhörer, ich selber bin Agnostiker. Entschuldigung. Aber jüngst, da kommen wir vielleicht später noch dazu, mit Pro- erzkatholischen Sympathien. Also ich finde ein paar von diesen Erzkatholiken da sehr sympathisch. Ich wusste übrigens nicht, dass die von Storch da jetzt irgendwie so radikal katholisch oder evangelikal oder. Ja. Aber man lernt ja nie aus. Ja, ja, es ist, er vertieft das ja noch in blumigen Details. Jetzt schauen wir mal weiter. Eine Strömung, für die ich gar nicht so einen richtigen Namen gibt. Also man könnte die als neoliberal bezeichnen, aber ich finde den Begriff neoliberal problematisch, weil der Begriff neoliberal zum einen eigentlich eine ganz andere Geschichte hat. Aber dann später dann übernommen wurde von einem Flügel von Ludwig von Mises und von August von Hayek, die sogenannte österreichische Schule. Die Hayek Akbar. Den Staat eigentlich. Von wem haben die das? Sollen die das übernommen haben? Die sollen das von der die österreichische Schule soll das vom Neoliberalismus übernommen haben. Das erschließt sich mir jetzt auch nicht so ganz. Okay. Nee. Ja, hören wir mal weiter. Ich weiß ja nicht, was er jetzt als neoliberal definiert. Das ist ja auch wieder so ein Begriff wie Faschismus. Da gibt es ja tausende. Hat er nicht gerade behauptet, dass der Liberalismus anders gestartet ist und dann von praktisch Mises und Hayek gekapert wurde? Ja, ich glaube, er hat das Wort Neoliberalismus verwendet. Ja, okay. Geht's also, okay, nee, oh Gott. Aber ich meine, Neo, es heißt ja schon neu, aber naja, anyway. Ja. Zurückdrängen wollen und sehr viel mehr Privatisierung wollen.
keine Erbschaftssteuer, keine Vermögenssteuer, es sollen weniger Steuern gezahlt werden. Dafür soll dann auch gleichzeitig weniger Sozialhilfe gezahlt werden. Und das sind diese... Also Marktradikale? Genau, Marktradikale. Marktextremisten? Genau, Marktradikal, wobei Marktradikal eben auch nicht stimmt, weil wenn man wirklich marktradikal sein will, dann müsste man die Erbschaftssteuer auf 100% setzen. Das ist auch so ein Ding, da habe ich sehr gelacht, als ich das gehört habe. Ja, also ich meine, das, ja, aber es wird ja noch bunter. Ja, ja, es wird noch bunter. Weil Erbschaft ist ja nicht leistungsgerecht und stört dann ja quasi den Markt. Mhm. Ne, weil ja, aber Markt, wenn man für einen freien Markt ist, heißt das ja nicht, dass man unbedingt leistungsgerecht, aber das soll dir ja nicht, das soll dir ja tun. Wieso ja, sollte das denn, wer, es stört den Markt, in welcher, er, also keine Ahnung, wie er Markt definiert, er definiert ja nie irgendwas klar, er verwendet ja die Begriffe immer nur so, als sei das irgendwie völlig klar, was er da meint, aber was er, wir haben übrigens immer noch keine Definition von Faschismus gehört, ja, die ganze Zeit, jetzt bei dem Gelaber über die faschistischen Flügel und weiß ich was alles. Ja, ich denke mal, er nimmt halt einfach an, dass jeder weiß, was seine Definition von Faschismus ist. Nee, aber ich finde das einfach... Wenn ihr sie mal, ja. Das einfach in Verbindung zu bringen, wenn du jetzt wirklich so ein Anarcho-Kapitalist bist, ja, und sagst so, ja, es sollte keine Herrscher, ja genau, es sollte keine Herrscher geben, es sollte einen freien Markt geben, wo Menschen einfach frei miteinander Verträge schließen können und sich da keine Herrschaftsmacht einmischt. So, schau mal, es geht und dann kommt er hin und sagt, 100% Erbschaftssteuer wäre das, was wir wollen müssten. Das widerspricht ja komplett dem sich nicht einmischen. Die definieren ja schon Herrschaft völlig anders als wir. Ja, also gut, erstens ist Herrschaft ist schon mal per se nicht ganz so einfach zu definieren, weil es ja schon auch subjektiv ist. Das heißt, also manche fühlen sich durch irgendwas beherrscht und sind aus und andere werden in derselben Situation, würden sich da nicht beherrscht fühlen. Ja. Ich meine, aus libertärer Sicht ist es relativ klar, ja. Also ich kann sagen, also wer das Non-Aggression Principle bricht, der übt auf jeden Fall mal Gewalt aus und zwar echte, ja, und nicht einfach, sag nicht irgendwie Beep-Kuss oder Beep-Schnitzel, ja. Sondern ja, haut dir einer aufs Maul oder beklaut dich, also ein echter Angriff, echte Eigentumsrechtsverletzung. Meinst du, das Wort Zigeuner muss man echt piepsen? Nee, oder? Also Zigeunerschnitzel? Nee. Also bei dem N-Wort bin ich... Bei welchem N-Wort? Ja. Zwei. Ja, ich bin ja alt genug. Ich habe ja... Also als ich jung ich verwende war, keines der beiden N-Wörter in meinem normalen Sprachgebrauch. Also... Das zweite hatte ich auch nie verwendet. Also das eigentliche N-Wort hatte ich eigentlich auch nie verwendet. Aber mit dem anderen N-Wort, mit dem eigentlich harmlosen N-Wort, bin ich noch groß geworden, völlig selbstverständlich. Also es hatte nichts, übrigens, weil wir hier die ganze Zeit von Etymologie und tolle Fremdwörter, hier Latein und Altgriechisch hatte ich schon auch. Also Ja, ich jetzt nicht, aber nee, aber das ist, ja. Alleine, dass wir das Wort N-Wort verwenden, das ist schon wieder diese Schere im Kopf, dass uns bloß keiner was Böses tut und so. Ich fühle mich gerade beherrscht. Ja, das haben wir ja Leuten, ah ja genau, um Herrschaft ging es gerade. Genau. Genau. Ja, Herrschaft, ja. Weißt du, bei uns herrschen Eigentumsgrenzen, dass halt klar ist, wem was gehört und der sich darauf verlassen kann und man sich nicht gegenseitig bestiehlt und beklaut und weißt du, aber und das sehen Marxisten ja dann schon wieder als herrschende kapitalistische Strukturen. Ja, die wollen ja alles abschaffen, weil das alles ist für die ja schon Herrschaft und Unterdrückung. Ja, aber und in Endkonsequenz, wenn du dann den Kommunismus mal betrachtest, so wer setzt denn da durch, dass sich da jetzt keiner irgendwie
abkapselt und sagt, ey, ich mache jetzt hier mal einfach müsste man mein den Ding, Herrn Kempner, also, mal fragen. Also nach also, meiner Erfahrung falls ich, halten falls sie ich, sich da sehr bedeckt. Falls sich ein Kommunist hierher verirrt, ich hätte gerne mal so ein paar Fragen gestellt, so wie man sich das denn jetzt nur wirklich real vorstellen muss. Das ist ja im Prinzip genauso wie bei uns. Leute können sich nicht vorstellen, wie etwas ohne staatliche Gewalt funktionieren soll, zum Beispiel Solidarität oder Schutz oder sowas. Ne? Das müssen wir ja auch erklären. Vielleicht erklärt uns mal ein Kommunist, wie das funktionieren soll bei denen. Ich behaupte ja, mich einigermaßen intensiv damit, also zumindest mehr als der Durchschnitt, mich mit Kommunisten und Kommunisten beschäftigt zu haben. Und die sind da unfassbar schwammig, was das angeht. Also, ja. Beziehungsweise eben jetzt im Prinzip, das, also nach der Motto, man kann es ja erst sagen, wenn die unterdrückende Gesellschaft halt erstmal völlig zusammengebrochen ist. Und dann erst können wir überhaupt wagen zu planen und so, wie der Kommunismus dann weitergehen wird oder entstehen wird. Weil man darf ja nicht vergessen, aus der Sicht der Hardcore Ideologen hier, Maoisten, Leninisten etc. pp., war ja zum Beispiel noch nicht einmal die UdSSR kommunistisch, ja. Das war die Union sozialistischen Sowjetrepubliken. Ja, gut, kommunistisch würde ich auch noch nicht mal unbedingt sagen. Sehr stark sozialistisch auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt Kommunismus als praktisch Anarchie sieht, dann war die UdSSR definitiv nicht kommunistisch. Ja gut, aber das ist halt eben, weißt du, es ist halt wirklich schwer, sie mal irgendwie definitorisch irgendwie zu kriegen. Ja. Aber ja, Kommunismus ist, was auch immer sich der jeweilige Kommunist gerade darunter vorstellt. Ja. Und wie es dann auch alle zu handhaben haben. So. Ja, also ich meine, bei uns kommt ja immer so, ja, wir sind nicht der gesamte Markt. Wir können uns Vorstellungen machen, wie es sein könnte, wenn wir wirklich in einem freien Markt leben und ohne Herrscher, also ohne staatlichen Herrscher oder sowas. Und aber bei denen scheint das immer so einen Allgemeingültigkeitsanspruch zu haben, wenn die sagen, ja, so und so wird es sein. Und so wird es laufen. Wenn du mal eine konkrete Aussage kriegst, aber kriegst du ja meistens nicht. Man kann ja darüber streiten, ob der Libertarismus überhaupt eine Ideologie ist. Also in normalen Streitgesprächen habe ich vielleicht gerade keine Lust auf die Debatten und dann sage, okay, gut, betrachten wir es einfach mal so. Aber eigentlich ist es ja nur ein recht nüchternes Regelwerk, weil der Libertarismus schreibt dir null vor, wie du dein Leben zu leben hast, sondern einfach nur, lass die anderen in Ruhe, ja. Weil sonst braucht man nämlich noch einen zentralen Schiedsrichter und das musste man einen Staat nennen. und darauf haben wir doch alle keine Lust, oder? Ja, so, ja eben, nach genau. dem Motto. Also ich würde schon. Und das nennt er ja Herrschaft, aber er kommt ja, er malt sich ja aus. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Libertarismus ist die Abwesenheit von Ideologie. Genau. Aber da widersprechen mir natürlich praktisch alle Menschen, die keine Libertären sind. Die sagen ganz ja genau. Auch. Und das ist witzigerweise, das haben wir gemeinsam mit den Hardcore-Marxisten. Übrigens, es ist ja, also die jedes Mal, wenn ich auf Twitter zum Beispiel versuche, mit einem zu diskutieren und ich nenne ihn dann so und so, die streiten es immer ab und speziell bei Twitter haben sie es auch, also sagen die mir gar nicht, wie ich sie denn jetzt nennen soll. Also die argumentieren wie aus meiner Sicht einfach Hardcore-Kommis und ich nenne sie dann auch Kommi oder Genosse oder sonst irgendwas. Mhm. Und wieso nennst du mich jetzt Kommunist oder sonst irgendwas? Ja, okay, wie soll ich dich denn sonst nennen? Ja, und dann gehen sie nicht drauf ein, ja. Ja, aber da muss ich sagen, da das finde ich teilweise bei mir dann auch schwierig, wenn, weil. Ja, aber Libertarian. Wenn man also jetzt bei mir den Begriff Libertär anwendet, dann würde ich halt eigentlich zustimmen. So, aber genau. Ich würde halt nicht von mir aus hingehen und jemandem sagen, hallo, mein Name ist unbasiert und ich bin Libertär, weil ich irgendwie Angst hätte, dass man mich mit irgendwelchen Libertären, die nicht Libertär sind, in eine Ecke stellt, beziehungsweise mich mit der Vorstellung von Libertären, die ja momentan jetzt gerade, wie man jetzt auch beim Kempner sieht,
die Kreise zieht, dass man mich damit in Verbindung bringt. Also ich möchte nicht, dass man mich damit in Verbindung bringt, von wegen, also was sie sich so vorstellen, ja, Sex mit Dreijährigen wäre dann ja erlaubt, bla bla bla. So, wo ich dann sage, nee, das wäre nicht erlaubt, aber das wäre ja dann, das ist ja denen ihre Unterstellung und mit der möchte ich mich wiederum nicht gemein machen. Ja gut, aber okay, aber das sind ja, ja, also ich habe kein Problem damit, libertär genannt zu werden. Also genannt zu werden habe ich damit auch kein Problem. Also zumindest nicht von anderen Libertären oder Leuten, die wenigstens verstehen, was Libertarismus bedeuten soll. Er wird ja alle möglichen Begriffe noch erwähnen für uns. Ja. Und bisher auch Marktextremist oder Marktradikal. Wobei Marktradikal-Libertäre Partei Deutschlands, MLPD. Ja, stimmt, ich vergaß. Wir sind ja mitten in einem MLPD-Podcast. Er greift ja eigentlich die ganze Zeit hier die MLPD-Ideologie an. Ja, ja, prinzipiell schon. Ideologisch dagegenhalten. Genau. Aber wir versuchen ja wirklich sachlich und fair zu sein hier. Ja, und wir haben auch schon 18 Minuten in einer Stunde geschafft. Im Ernst? Ja, wir sind schon eine Stunde dran. Krass. Schauen wir mal weiter. Okay. Eigentlich würde ja Marktqualität heißen, dass man nur dann etwas bekommt, wenn man etwas leistet. So, und dann dürfte es keine Schenkung geben, dann dürfte es keine Erbschaft geben. Ja, dann müsste. Auch kurz nur, er definiert das halt so. Ja, ja. Tatsächlich jeder nur das kriegen, wenn er was leistet. Aber die sind ja eben für die komplette Streichung der Erbschaftssteuer. Über die Marktradikalen reden wir gleich noch, aber wie ist denn, kann man das abschätzen, wie die drei Strömungen in der Partei verteilt sind? Also gibt es ein großes dominierendes Lager? Ja, also ich weiß, dass beim Flügel, oder da gibt es auf jeden Fall Schätzungen beim Flügel, dass sie so um die 40-50% haben. Und bei den anderen beiden Strömungen weiß ich es nicht. Aber wie gesagt, das ist halt die ideologische. Werden die dann wohl haben, wenn man die zusammenrechnet? Okay, genau, das ist halt die ideologische Unterscheidung. Es gibt noch eine strategische Unterscheidung? Genau, und die strategische Unterscheidung ist dann halt eher, wie, wo wollen wir hin? Und ja, nicht, wo wollen wir hin, wie kommen wir da hin? Ja. Und da gibt es dann diejenigen, die sagen, wir müssen mit der CDU zusammengehen. Wir alleine sind nicht stark genug. Wir müssen eine Regierungsbeteiligung haben, zusammen mit der CDU. So, und das hat dann halt zur Folge, dass sie nicht allzu radikal auftreten dürfen, weil die CDU dann sagt, nee, nicht mit uns. Ne, und da gibt es ja die Werteunion. Die Werteunion ist dann quasi innerhalb der CDU so dieses CDU-AfD-Übergangsfeld. Da machen dann Leute mit wie Vera Lengsfeld, eine gute Bekannte von Beatrix von Storch. Und da zeigt sich dann, wie halt da auch diese Netzwerke sind. Die habe ich zum Beispiel mal persönlich kennengelernt, die Frau Vera Lengsfeld auf der EF-Konferenz. Also mir macht ja eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Ich finde die richtig toll. Also mir gefällt die richtig gut. Also ich kenne sie ja nicht persönlich, aber ich habe ja schon diverse Vorträge und auch teilweise auch Artikel von der gelesen und so. Und ja, das scheint mir eigentlich relativ stabil zu sein, was sie. Wobei die einmal in einem Artikel einen ziemlich großen Fehler gemacht hat. Ich weiß aber nicht mehr genau, welchen und was, aber das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Auch. Also beim Lesen habe ich gemerkt, so, okay, das war irgendwas Technisches, wo sie irgendwie was falsch verstanden hatte. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Wo sie dann falsche Schlussfolgerungen rausgezogen hat und die dann nachher kritisiert hat. Und das war irgendwie. Aber ich glaube, da haben genug Leute auf Twitter sie darauf hingewiesen, das muss ich dann nicht auch noch tun. Aber sonst ist sie meiner Meinung nach eine sehr liberale. Absolut, und vor allen Dingen, weißt du, ich meine, bei ihrer Vergangenheit, also man könnte die könnte eigentlich auch ein Bundesverdienstkreuz mal kriegen und so, also die ist eine sehr honorige Frau, finde ich. Ja, war schon in der DDR, glaube ich, irgendwie im Widerstand aktiv, genau. Ne? Ja, also theoretisch hätte die ein Bundesverdienstkreuz verdient, ja, aber nur regierungstreue Menschen, ne? Ja, ich habe jetzt die Details ihrer Biografie, ich habe mir das mal durchgelesen, aber die ist, ich weiß auch gar nicht, wann ist sie denn in der ominösen rechten Ecke gelandet?
Seit irgendwann, weil also früher war die absolut noch irgendwie hier so, hey, ehemalige Widerstandskämpferin, und jetzt irgendwie rechte Ecke, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, nachdem sie dann auf diversen Konferenzen war, da gesprochen hat. Ich meine, es reicht ja schon. Auf ominösen Konferenzen, auf rechten Konferenzen. Ja, genau. Also es wird ja wahrscheinlich schon reichen, wenn ein linken Politiker auf einer AfD-Konferenz eine Rede hält und eigentlich permanent die AfD beschimpft. Aber trotzdem, er war da, und das wird ja schon reichen, um ihn dann in die Nähe der AfD zu bringen. Und also ich glaube, so ungefähr ist das dann mit Vera Lengsfeld auch gelaufen. Als offizielles Cancel-Datum könnte man zum Beispiel nehmen, der letzte Termin oder der letzte Auftritt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil die Frau Lengsfeld, die war doch früher auch bei ARD und ZDF. Oh, habe ich so gar nicht. Also weiß ich nicht. Habe ich gar nicht. Also, ich gucke ja auch so selten also, öffentlich-rechtlichen. Also, ich glaube, ich kenne die nicht einfach nur aus YouTube. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall, als ich das erste Mal sie in einer bei einem Vortrag von einer Konferenz gesehen habe, dass ich auch gedacht habe, okay, die kennst du irgendwoher. Also definitiv. Aber Könnten wir es nicht mehr googeln, aber na egal. Schauen wir mal weiter. Genau. Wenn man sich das genauer anschaut. Ne, und, Maaßen ist auch dabei, ne? Maaßen, genau. Maaßen, also das sind dann die Leute, die eine gemäßigte AfD wollen und eine noch konservativere CDU, um dann halt gemeinsam was machen zu können. Die anderen. Ganz kurz einfach nur an die Zuschauer: googelt mal die Erfurter Rede vom Hans-Georg Maaßen. Vor kurzem in wann war das? Erfurt gehalten, toll. Titel war, glaube ich, sowas in der Richtung: Was hätte ich als Stasi-Chef während der Wiedervereinigung gemacht an seiner Stelle? Mhm. Und sagen, wir brauchen einen Umsturz. Wir müssen halt das ganze System ändern. Und wir werden nicht als Juniorpartner irgendwo mitmachen, sondern als Juniorpartner AfD. Sondern wenn überhaupt, dann eine starke AfD. Was weiß ich, 48% oder so, vielleicht dann noch irgendwie eine 10% CDU dabei, ne, dann können die auch als Juniorpartner mitmachen, aber wir geben den Ton an. Und das geht, das zeigt sich ja bei den ganzen Umfragen, das geht nicht in die Richtung. Ne, auch bei Höcke, Brandenburg, Sachsen, die sind bei 20%, das ist viel, aber die kommen nicht über diese 20-25% raus. Ne? Also die erreichen keine 30%. Und 30% müssen ja mindestens haben, wenn sie die CDU als Juniorpartner haben wollen. Nächste Frage aus dem Chat. Besteht die Möglichkeit, fragt Coffee Freak, dass die AfD sich irgendwann so zerstreitet, dass es eine weitere Rechts... Aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn die AfD 49% bekommen würde, würden sich halt alle anderen Parteien zusammentun, um die 51% zu stellen. Also... Ich halte das nicht für realistisch, dass die CDU sich jemals auf die AfD einlassen würde. Aber, naja. Also da müsste schon krass irgendwas passieren, dass sie da zurückrudern. Also da paktieren sie lieber mit der Mauermörderpartei als mit der AfD. Ja, die ist komischerweise nicht verbrannt. Ja. Die hat sich hier umbenannt. Die AfD müsste sie einfach umbenennen. Ja, genau. quasi der Rechtsnachfolger der AfD werden. Genau. Und eigentlich das Gleiche bleiben. Ja, genau. Also aber gut, aber den würde man das ja vorhalten. Wenn die sich jetzt die Blauen nennen oder so, wobei es das glaube ich sogar gibt, die Blauen ehemals AfD würde man dann immer sagen. Aber bei den Linken sagt man niemals ehemals SED. Also... Wir sollten die MLPD 2.0 gründen als Rechtsnachfolgerin der MLPD 1.0. Das wäre definitiv lustig, ja. Naja, schauen wir weiter. Rechtspopulistische Partei gibt. Rechtspopulistisch. Oder entsteht. Oh. Theoretisch schon, momentan sehe ich das nicht. Also, die ist... Also ich hoffe, seit es die AfD gibt, dass sie sich zerstreiten, aber die haben es bisher immer hingekriegt, dass die... Also seitdem es die AfD gibt, selbst damals, als sie nur Marktliberale waren, bevor der ganze Flüchtlingskram anfing und dann
die Leute hochkamen, die gesagt haben, oh nee, hier klar, lass mal ein bisschen weniger Ausländer. Also, er hat ja alle erwähnt, ja, damals. Ja. Du, aber soweit, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe die AfD nie besonders, mich hat die nie besonders interessiert, ja. Also erst zur Bundestagswahl 2017. Weil dann eben Bekannte von mir, zum Beispiel Peter Böhringer aus München, den ich noch persönlich kenne, der ist auch im Bundestag sogar gelandet, was ich echt cool finde. Mhm. Ja, Vorsitzender vom Haushaltsausschuss. Ja, ja, also Peter Böhringer finde ich auch persönlich ziemlich klasse. Ja, ja, absolut libertär, also nach hier marktliberaler Flügel dann wahrscheinlich, oder? Ja. Wo waren wir jetzt gerade? Oder wo war Kämpfer gerade? Ich weiß es nicht. Also, soll ich nochmal zurückspulen? Oder einfach weiter? Lass, hören wir mal weiter. Okay. Dass ein paar Leute rausgeschmissen wurden. Und die rausgeschmissen wurden, waren nicht stark genug, um wirklich auch eine Partei nachhaltig zu gründen. Es gab ja immer wieder Versuche, Parteien zu gründen. Sowohl halt von den Leuten wie Lucke oder Frauke Petri, die dann rausgeschmissen wurden, weil sie es nicht geschafft haben, Höcke rauszuschmeißen. Die Parteigründungen sind zustande gekommen, aber da sehe ich nicht, dass sie da irgendeine Zukunft haben. Und auch Poggenburg hat dann ja, der dann quasi von rechts rausgeschmissen wurde, also ein Rechter, der rausgeschmissen wurde, ein ganz Rechter, die sind ja alle rechts, ein ganz Rechter, der hat ja auch versucht, mit der Partei was zu machen, rechts von der AfD, aber das hat auch, wirkt auch nicht. Ne? Hm. Man müsste halt die Republikaner irgendwie im Auge behalten, ob da mal irgendwas entstehen könnte. Ne? Aber gibt's sie noch? Ich sehe das nicht, dass da. Jack will wissen, sollte man die AfD verbieten? Und wenn ja, warum? Ja, mit Verboten ist es immer schwierig. Ne? Das ist Parteiverbot jetzt. Ja, ja, genau. Mhm. Die sind schwierig. Mhm. Weiß ich nicht. Also, ja, man könnte. Also, man sollte alle Parteien verbieten. Ja. Du, also in Capistan hätten sie ja nichts zu tun. Ja gut, ja, da können sie sich ja gründen und machen, was sie wollen. Solange sie keine Herrschaft erreichen. Sie können die Macht auf ihrem Privateigentum übernehmen, wenn ja, die Sezession klar geregelt ist. Das wäre doch mal was. Ja, und genau. Wenn du nach freien Privatstädten gehst, von mir aus machen die halt ihre AfD-Stadt so. Von mir aus machen auch Muslime ihre muslimische Stadt. Ja, sie müssten ja dann Eigentümer von Grund und Boden der ganzen Stadt sein. Und so reich ist höchstens die SED. Oder, pardon, wie heißt sie inzwischen? Die Linke. Die Linke. Genau, die SED. Weil noch unsinnig. Sind sie, ja. haben sie verfassungsfeindliche... Ja klar, also das ist ja eine ganz andere Frage. Und verfassungsfeindlich sind die auf jeden Fall. Mhm. Verfassungsfeindlich? So, das nicht nur der oh, da müsste ich nur, das eigentlich nachher nachträglich noch einspielen. Das ist verfassungsfeindlich. Nur Sekunde, also wirklich nur kurz zum Festhalten, ich drücke gleich auf Play, aber verfassungsfeindlich sind sie auf jeden Fall. Ja, sagt er einfach so. Die gesamte AfD ist verfassungsfeindlich. Die gesamte AfD ist verfassungsfeindlich. Und jetzt Achtung, weil auch die Leute um Meuthen herum eben auch Positionen vertreten, die meiner Meinung nach demokratiefeindlich sind. Also als ich mir meiner Meinung nach und dann auf einmal der Wechsel auf demokratiefeindlich. Ja, ja, genau. Okay, jetzt geht's weiter. Er führt sie aus. Aber also wirklich, ja, wie ein klassischer Marxist halt. Ein Buch geschrieben habe zur AfD. 2013 habe ich auch von der Demokratiefeindlichkeit der AfD gesprochen. Und hatte die Leute wie Kalbitz, Höcke und die ganzen Faschisten gar nicht auf dem Schirm, weil die ja auch erst im März eingetreten sind, 2013, und noch gar nichts zu sagen hatten in der AfD. Die gab's zwar schon, aber die hatten noch überhaupt nichts zu melden. Und die Demokratiefeindlichkeit der Gründer der AfD, die war eher in Richtung von so einer neoliberalen Demokratiefeindlichkeit. Und das ist dann auch sozialstaatsfeindlich und demokratiefeindlich. Und nach Artikel 20 ist halt die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Ein, sollen wir schnell aufrufen, aber da steht doch ein sozialer Bundesstaat. Ja, ich glaube, die Demokratie ist aber auch irgendwo in der, aber nicht im Artikel 20, ne? Ja, aber also speziell hier, weil ich meine, er verwendet.
verwendet ja die ganze Zeit diese Begriffe, als würden die irgendwie feststehen. Aber aus meiner Sicht verwendet er zum Beispiel Demokratie und Sozialstaat, ist bei dem ja quasi synonym. Ja. Also Artikel 20 Grundgesetz sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Also da hat er scheinbar doch recht. Aber ja, Moment. Wie du schon sagst, er vermischt das Demokratische mit einer Art Sozialismus oder sowas. Ja, was ja viele Linke auch tun. Den sozialen Bundesstaat, also aber das machen Linke ja immer, dass die genau den Paragraphen so interpretieren, als würde das Sozialstaat bedeuten. Ja, dabei genau, kein ja. Sozialer Bundesstaat, ich meine, die Schweiz könnte man theoretisch als sozialen Bundesstaat betrachten, weil es halt lauter kleine Einzelstaaten, Ministaaten sind, die halt sich verbünden. Das hat mit Sozialversicherungen, wo 90% der Bevölkerung in der gesetzlichen Krankenkasse drin sind, weil es angeblich nicht anders geht, und die staatliche Rentenversicherung auch für, weiß ich nicht, wie viel, 90% der Bevölkerung, inklusive allen Beamten. Wie bitte? Da hat das nichts mit zu tun. Also nee, null. Also, aber die lesen das da rein. Die lesen ja auch immer, ich glaube, das, was war es, der mit dem Eigentum verpflichtet und so. Da lesen die ja rein, ja, man kann alles enteignen, wenn wir irgendwas nicht gerecht finden. Ja, aber, ja, richtig, genau, ja. Du kommst dann, wir definieren, was deine Pflicht ist, und wenn du der nicht nachkommst, enteignen wir dich. Genau. Aber das ist keine Herrschaft. Nee, das ist keine Herrschaft. Demokratisch. Ja. Aber die haben total wenn du dir das Demokratieverständnis der ursprünglichen Bolschewisten hier, so, also wenn ich mich nicht alles täuscht, kommt der Lenin selber sogar aus irgendeiner sozialdemokratischen, die hatten sogar, glaube ich, sozialdemokratisch sogar im Namen, bevor sie dann Bolschewiki wurden und so. Also das ist alles dieselbe rote, naja. Hören wir mal weiter. Genau. Wenn man den Sozial weghaben will und die Demokratie weghaben will, dann ist es ganz deutlich verfassungsfeindlich. In ein paar Minuten fangen wir dann mit dem Marktradikalen an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr... Ganz deutlich Verfassung, aber verboten, ja. Hören wir mal weiter. Ja. Jetzt damit starten. Jonas hat noch mal eine Frage zur AfD. Gibt es bei der Spendenaffäre der AfD neue Erkenntnisse? Wüsste ich jetzt nicht. Also keine Ahnung. Das irgendwie Alice Weidel hat irgendwelche Schweizer Millionäre und so weiter. Genau. Warum geben Schweizer Millionäre Geld an deutsche Parteien? Ist ja die Frage, wer sind die Schweizer Millionäre? Wenn das halt Leute sind wie August von Fink, dann sind es ja eigentlich deutsche Millionäre. Ja, also. Aber das ist ein guter Name, ein gutes Stichwort, August von Fink. Wer ist das? August von Fink ist der Sohn von August von Fink. Also es gibt einen August von Fink Senior, einen August von Fink Junior. Und August von Fink Junior hat Milliarden geerbt von seinem Vater und lebt in der Schweiz. Um hat Steuern Milliarden zu sparen. Geerbt? Ja, genau, er hat Milliarden. Also August von Fink Senior war der reichste Böse. Deutsche. In den 50er Jahren bis in den 70er Jahren hinein. Womit ist er reich geworden? War Erbe. Also, die ganze Familie hat schon seit Generationen vererben die halt ihr Vermögen weiter. Und das war haben sonst nichts gemacht. Bankhaus Merkel Fink. Er saß im Aufsichtsrat von Allianz und so weiter. Damit hat er damals sein Geld gemacht und hat das dann in den 70er Jahren vererbt an seine männlichen Nachfahren. Und die arbeiten mit dem Geld eben weiter. Und August von Fink Junior ist jetzt 90 Jahre alt. Und ach so, ich dachte, Junior ist jetzt so, okay, Mitte 40. Der vererbt jetzt auch sein Geld weiter. Das ist die Frage, wie alt er wird. Ne? Mit 90 muss er anfangen, allmählich mal das Geld aufzuteilen. Und seine Sprösslinge sind auch schon längst Geschäftsführer, sitzen überall in den, oder Besitzer halt von verschiedenen Unternehmen. Und diese Unternehmen sind... Das musste man jetzt sagen, dass sie ja Besitzer sind. Also sie tun ja nichts, weil Geschäftsführer tun ja was. Die haben beinhalten Degussor Goldhandel, haben in München eine ganze Reihe von Mobilien, die die besitzen. Ne, von Immobilien, also von Häusern, von jetzt gerade zum Beispiel FC Bayern München. Die haben jetzt gerade so ein
mehrstöckiges Gebäude aufgebaut, ein Fanladen mit Hotel und alles Mögliche. Und das ist dann auch von der Nymphenburg AG aufgebaut worden, die zu dem Fink-Gebäude gehört. Ne? Nein. Und genau, das heißt Mövenpick gehört auch zu Fink. Also eine ganze Reihe von Unternehmungen und Aktien. Da habe ich als Student gekellnert bei Mövenpick am Stachus. Heißt inzwischen irgendwie anders. Ja. Aber du hast für den bösen Fink gearbeitet. Damals dachte ich, ich weiß gar nicht, ich muss das mal googeln, damals war das, glaube ich, noch im Oetker-Konzern. Das kann gut sein, ja. Offensichtlich ist das rübergewandert. Aber ja, übrigens, wenn wir schon eine Stunde haben, also mein lieber Mann, das haben wir gerade erst angefangen, weil jetzt wird es ja erst interessant, der ganze Kram mit Höcke wäre gar nicht so spannend eigentlich. Ja, genau, ja. Sollen wir denn hier jetzt kurz eine Unterbrechung machen, dass wir theoretisch auch dann den zweiten Teil einleiten können? Das nicht zu lange. Können wir machen. Dann machen wir noch einen Kaffee und geben wir schnell für kleine Jungs. Genau, so würde ich das auch machen. Okay, dann bis gleich. Bis gleich.